Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus Mod. Und wir sind nach wie vor dabei, die Computerproduktion zum Laufen zu bekommen. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben bei den modularen Rahmen. Das sind uns jetzt schon die ersten Eisenprodukte aus der Wüste ausgegangen. Ich bin jetzt nochmal hinterher gegangen, habe geschaut, ob wir da noch irgendwo was rumliegen haben, an Eisen, Kupfer oder sonst irgendwas. Leider nicht. Das heißt, wir werden ab sofort, wenn wir Eisen brauchen, Kupfer haben wir noch mehr als genug. 403. Und Eisen tatsächlich nur noch 6 Stück. Ich habe übrigens, danke für die Info, hier das ein oder andere Fehlerchen reingebaut. Das habe ich jetzt korrigiert. Hier passt jetzt wieder alles. Und dann werden wir jetzt anfangen, da hinten das Eisen abzubauen und wahrscheinlich dann das Rezept mit dem Wasser nutzen. Müssen wir mal gucken. Genau, ganz kurz. Ich habe mir jetzt mal das ganze Projekt hier ein bisschen genauer angeschaut. Wir gehen es jetzt mal ganz kurz durch. Das wird gigantisch. Da werden wir Wochen brauchen. Also, allein die Computerproduktion verschlingt ja einen Haufen Platinen. Bei den Platinen brauchen wir Kunststoff. Das heißt, wir brauchen eine komplett neue Ölquelle. Ich hatte mal gesagt, ich will Ölquellen immer gleich von vornherein komplett übertakten. Das heißt, um überhaupt erstmal Öl machen zu können, müssen wir eine Schneckenproduktion aufziehen. Mit den ganzen Futter und so weiter. Also diese ganzen Rattenschwanz nochmal machen. Damit wir die Energiefragmente herstellen können. Und dann können wir zum Öl gehen. Ich würde sagen, wir gehen dieses Mal zu dem Ölfeld hier rein. Und können Kunststoff und Gummi produzieren. Das dazu. Eisen ist kein Problem. Draht ist kein Problem. Was ein Problem wird, ist das hier. Der Lötdraht. Da werden wir auch wieder die komplette Produktion aufziehen müssen. Das war ja ein Riesendrama. Bekommen wir auch noch hier. Dann sind wir mit den Platinen fertig. Und wenn wir die Platinen haben, haben wir die Computer. Und dann geht's weiter. Motoren? Kein Problem. Bleirahmen? 6 Stück? Auch kein Problem. Gummi produzieren wir nebenbei mit. Also hier sind wir safe bei den modularen Motoren. Und jetzt kommt das, und das ist ja eigentlich schon irrsinnig, 20 Computer, dafür, dass da zwei Einheiten rauskommen. Kunststoff ist kein Problem, die automatische Verkabelung bekommen wir auch irgendwie hin, wenn es ist. Problem ist das hier, 200 Kobalt pro Minute. Wir produzieren aktuell 90. Das heißt, die ganze Kobaltproduktion mit den gewaschenen Erzen, mit der Salzsäure, mit der giftigen Luft, alles, was wir da gemacht haben, müssen wir nochmal machen und noch größer. Also das wird alles sehr aufwendig, bis wir das haben. Aber gut, hilft ja nichts. Müssen wir machen. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt da hinten an, dass wir die Miner anschließen. Das sind, glaube ich, hier alles unreine Quellen. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt, ob wir die krass übertakten. Ja, unreine Quellen ist halt ein bisschen, naja. Vielleicht müsste ich mal irgendwo hingehen, tatsächlich, wo es viel reines Erz gibt und da einmal richtig groß Erz produzieren. Und dann ins Netzwerk. Du bist auch unrein. Dann haben wir insgesamt, wenn wir alle vier haben, war sie eine reine Quelle. Kann das sein? Kann man das so hochrechnen? Ich glaube schon. Die Frage ist, bin ich zu hoch? Müssen wir gleich mal gucken. Nee, das geht. Aber wir nehmen hier die dicke Foundation. Hier mal Strom, ganz kurz. Dafür müsste es ein Hotkey geben. Ich sag's so oft, das Wechseln vom Jetpack, dafür müsste es echt ein Hotkey geben. Also wir gehen jetzt hier mal noch runter. Die Frage ist, ob das ein bisschen zu hoch ist. Das sind alles verschiedene Ebenen. Hier kann das sein.
Was willst denn du jetzt? Ich habe keine Zeit für dich. Ich muss dich aber leider kaputt machen. Sonst wirst du mich die ganze Zeit nerven. Ja, jetzt abhauen, klar. Das wird nicht funktionieren. Das sind ja viel zu hoch, glaube ich. Von unten könnte man es immer mal wieder versuchen. Dann geht es tatsächlich. Dann haben wir da hinten nochmal irgendwo eine Quelle. Und da oben, die passt perfekt. So. Halt. Dass der nicht hier einsnappen will jetzt. Gut, dann gucken wir mal, was wir aus einer Quelle rausbekommen. Das sind alles vier unreine leider. Also Stahlbohrkopf. Ohne Schneckenschleim, logischerweise. So, das wären jetzt so 60 Stück. Wenn ich jetzt komplett übertakte. Lass mir mal durchlaufen. 150 mal 4. Das ist okay, das sind 600. Oh, dieser scheiß Baum hier. Dann machen wir das. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar mobile Miner. Was geht mir da jetzt aus? Alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mir könnte auch tatsächlich das Crusher-Modul hinmachen. Wir testen es mal aus. Wir testen es mal aus. Und nee, ich glaube, das macht keinen Sinn, glaube ich. Außerdem brauche ich Diamanten, aber die hätte ich da. So. Dann würde nämlich das schon in Crushed Stieratit rauskommen, allerdings weniger. Und es kommt Gestein raus. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Was passiert? Also ich würde gerne dieses Rezept hier nehmen. Dazu brauche ich aber erstmal das Stieratit. Das hätten wir jetzt so tatsächlich. Dann hätten wir das. Es ist eine Überlegung wert. Aber... Nee, Quatsch. Den Crusher brauche ich. Theoretisch. Forschung abgeschlossen. Schauen wir gleich mal. Dann wäre es 1 zu 1. Dann würde ich insgesamt fast 200 mehr rausbekommen. Machen wir. Wir nehmen nicht das Zerkleinerungsmodul. Wo baue ich denn das jetzt wieder weg? Hier. Hier. Brauchen wir nicht. Wir machen das so, dann bekommen wir fast 20 Erz. Nee, sogar mehr. Wo meine raus? Genau, passt. Also. Weg. Lass ich mal noch ganz kurz. Wir schauen uns allererstes mal Wege der Festplatte. Es ist wieder gemischtes Stieratit. Es hieß tatsächlich, also dieses Rezept hier links hatte ich schon das eine oder andere Mal. Und ich habe das immer weggedrückt, weil ich damit nichts anfangen kann. Aber tatsächlich hieß es jetzt öfters, ich soll das nehmen. Das mache ich jetzt auch mal. Also es, wir brauchen irgendwie jetzt mal was Vernünftiges. Aber das sind alles irgendwie nicht so geile Rezepte, habe ich das Gefühl. So. Produktion. Stahlkopf. Stahlkopf. Ja, ja. Eins, zwei.
Drei und der vierte. Den haben wir noch gar nicht gesetzt. Oh mein Gott. Gut, wir bekommen. Wir können es nicht über ein Förderband machen, leider. 150 mal 4 ist, das ist zu viel. Das ist zu viel. Wir machen es auf zwei Förderbänder. Also gut. Ich brauche aber einen Haufen Energiemodule noch, 9 Stück. Das habe ich alles noch nicht da. Ah, die hier vielleicht? Nee, wir müssen vor Ort schauen. Da passt noch alles. Hier brauche ich die Rahmen. Die sind auf der rechten Seite gewesen. Turbodraht. Lagere ich noch gar nicht ein. Fällt mir gerade auf. Wir müssen heute auch noch was einlagern. So, also hier sind die Rahmen. Die sind voll, das ist gut. Und Kabel. Ich bin froh, wenn es wieder im Netzwerk eingelagert wird. Obwohl die Kabel wären jetzt im Netzwerk gewesen. Also, dann schauen wir mal. Wir hauen jetzt erstmal überall die Energiefragmente rein. Eins. Da gibt es auch MK2, die hätte ich gerne. Dann wären wir noch effizienter unterwegs. So, ich brauche hier Platz. Dann würde ich sagen, fusionieren wir die beiden Miner hier zusammen. Wir brauchen erstmal Strom. Das war jetzt hier bloß ein Übergang. Die brauchen auch noch alle Strom. Dann hätten wir das auch hinter uns. Mal schauen, ob wir das heute mal laufen bekommen. Wäre schon eine coole Sache. Am Ende des Tages ist es jetzt nicht mehr viel. Es fehlt ein bisschen Eisenerz bloß. Sonst läuft alles. Und danach, was machen wir denn danach eigentlich? Schneckenzucht. Wir müssen gucken, dass wir die Energiefragmente produziert bekommen. Ganz genau. Weil sonst brauchen wir nicht zum Öl gehen. Könnten wir logischerweise schon machen, dass wir zum Öl gehen. Dann kann ich aber die nicht übertakten und ich will das Öl schon immer gleich im Vornherein übertakten, damit ich das gleich auch alles richtig rechnen kann. Das wird alles sehr, sehr lang dauern. Was haben wir? Folge 96, 97, irgendwie sowas? Wir machen jetzt eine Challenge. Die beiden Produkte, modulare Motoren und adaptive Steuereinheiten, laufen mit Abschluss der Folge 110. Es sind jetzt 13, 14 Folgen. Irgendwie sowas. Oder 12, keine Ahnung. Das wird mega. Das wird sportlich. Aber dann haben wir jetzt eine kleine Herausforderung. Also dann darf ich ein bisschen Gas geben. Ich sehe schon kommen, die letzte Folge dauert dann irgendwie 82 Stunden. Hauptsache, ich habe recht. So. Wir brauchen bloß einen Ausgang. Achso, wir brauchen erstmal Strom. Das wäre natürlich wichtig. Warum kann man die nicht in Reihe schalten? So, dann kommst du daher. Das ist nicht ganz gerade, sehe ich das. Muss ich jetzt mal ganz kurz ausrichten. Wir machen das hübsch. Wir machen das jetzt hier hübsch. Den alten Trick.
Hey, warum ist es immer noch nicht gerade? Verstehe ich nicht. Jetzt müsste es aber passen, oder? Genau, dann kommt jetzt hier der Fusionator her. Ich würde sagen, wir gehen mit der ganzen Eisenproduktion ein Stück nach oben dann. Ja, hier habe ich schon fast keinen Platz mehr, deswegen würde ich sagen, Wände, wir ziehen jetzt hier eine Wand. Jetzt gehen wir die Eisenplatten aus. Habe ich die schon drin? Oder werden die noch eingelagert? Die werden noch eingelagert. Nee, die sind schon da. Sehr gut. Halt. Falsch. Ganz genau. Und dann machen wir da oben auf die Plattform. Ich hoffe bloß von der Tiefe her passt das. Ja, wird schon passen. Muss passen. Gut. Dann. Und immer. Es passt nie auf Anhieb jetzt. So groß wird die Anlage ja nicht. Dann kommen wir auch schön vernünftig hinter zum Wasser. Dann habe ich jetzt hier die erste. Jetzt habe ich hier das gleiche Problem. Ne, das geht. Das geht, das können wir lassen. Das können wir auch lassen, das passt sogar tatsächlich. Die Frage ist, wie komme ich jetzt den kleinen... Das geht auch. Aber das macht keinen Sinn so. Fällt mir gerade auf. Ich muss erst noch ein Stück vor und jetzt hoch. Ganz genau. Dann kann ich nämlich hier den Fusionator setzen und habe noch Platz zur Wand, dass ich den Lift hochziehen kann. Autosave. Habe ich jetzt eine neue Festplatte reingetan? Ich schon, oder? Also bis zur Hälfte von der Foundation, wie immer. Mit dem Förderband gehen, dann kommen wir nämlich auch schön hoch. Also bis hierher. Also ich habe jetzt insgesamt, ich gucke sicherheitshalber mal, das kann, also ich traue es mir zu, dass ich es vergessen habe. Ne, 1,5 Minuten noch. Also wir haben jetzt insgesamt pro Förderband 75, 150, 300. Das ist gut. Das ist gut. Was nicht gut ist, sind hier die Bäume. Ernsthaft muss ich jetzt runtergehen. Mich hoch. So. 300. Wir gucken mal ganz kurz, wie viel Quasher brauche ich denn dann? Ich glaube, 60 macht er immer. Dann sind es 5. Wow. Dann sind es also 5 pro Förderband. Dann sind es insgesamt 10 Quasher. Ja, ich wollte es ja so. Aber wir legen jetzt erstmal Strom hoch. Und das Netzwerkkabel ist auch in der Nähe, also es passt. Jetzt müsste doch gleich die Festplatte fertig sein. So lange kann noch 1,5 Minuten gar nicht sein. Also 10 Quasher, das wird jetzt lustig. Dann fangen wir mit dem Förderband an. Jetzt ist die Festplatte fertig. 1, 2, 3, 4.
5 und du gehst dann weiter. Jetzt gerade. Ja, gut. Ist eigentlich schon heftig, wie viel man aus 4 unreine Quellen rausbekommen kann. Und wir könnten es noch weiter übertreiben, wenn wir den MK3-Bohrkopf hätten. Wenn wir Schneckenschleim nutzen würden und wenn wir das MK2-Übertaktungsmodul hätte. Das ist schon heftig. Also dieses Rezept bekomme ich jedes Mal. Wir nehmen es jetzt. Und nächste Festplatte. Ich habe das Gefühl, da ist nicht so geiles Zeug dabei. Also immer der linke Eingang. Eisenstangen, die könnten auch schon da sein. Sehr gut. Jetzt haben wir auch endlich dieses Problem nicht mehr. Beton wird noch eingelagert. Okay, gut. Das haben wir ja voll verkackt letztes Mal. Ich kann jetzt nicht nach links und nach rechts gehen, gell? Das geht nicht. Ja, okay, ich verstehe. Halt. Ein bisschen ordentlich. Einmal so. Wunderbar. Und dann zack, zack, zack. Zack, das passt. So, dann haben wir die 5 schon mal. Dann lassen wir ein bisschen Abstand zum Orientieren. Obwohl es eigentlich total egal ist. Ganz schön Materialverbrauch mittlerweile. Hier, aber wir sind gut da. Also, wir sind gut angekommen im Grasland. Wir haben alles da. Hoffe ich zumindest. Das war natürlich jetzt wieder dumm. 2, 3, 4, 5. So, also. Was ist denn da jetzt? Ach, das ist mit Rubai. Da, das Thema wird mir sogar noch mehr rausbekommen. Das Problem ist, ich finde, Rubai ist mir zu schade dafür. Wir nehmen einfach das hier. Haben jetzt ein bisschen viel vor. 3, 5, ne, passt. So, dann. Splitter, dann drehen wir den. Zack. Also Eisen wird schon mal weiterverarbeitet. Ja, wir sind ja eh schon fast am Wasser, also von daher. So, wie war das jetzt? Ich mache 50-50 Chance wieder. Ich glaube rechts, mittlerweile weiß ich es, rechts ist das Gestein. Ganz genau. Das Gestein macht mir tatsächlich einen Förderband, das müsste gehen. Ja, ganz leicht. Und da brauchen wir wieder 2 Förderbänder. So. Fusionator. Manchmal funktioniert das super, manchmal geht das so komisch. So, und das ziehen wir jetzt einfach mal rüber. Und theoretisch können wir es gleich ins Netzwerk tun, weil beim anderen Rezept kommt kein Gestein mehr raus. Wir gucken gleich mal.
So, also. Es wäre dann tatsächlich Produktion sortiere. Ganz genau. 120 Quascht-Steratit. Das Problem ist, wie teile ich das jetzt auf? Danach. Ich würde es tatsächlich gerne mit 120, 240, 5 Anlagen brauchen wir. Dann geht es sich ganz genau auf. Das sind 500 Kubik Wasser. Wie komme ich das überhaupt rausgepumpt, so viel? Habe ich da überhaupt Platz dazu? Ach du Scheiße. Wenn nicht, müsste ich theoretisch zurückgehen. Also wir gucken mal, ob wir da das Wasser rausbekommen. Es wird verdammt eng. Verdammt eng, glaube ich, weil das sind 8 Wasserextraktoren oder so. Kreuz und quer würden wir das bestimmt irgendwie hinbekommen. Die Wasserextraktoren machen halt bloß 60 Kubik. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn wir es nicht schaffen, gehe ich wieder zurück in die Wüste. Den Weg kenne ich mittlerweile auswendig. Und dann werde ich da mal 10, 15, 20 Wasserextraktoren anschließen und ins Netzwerk bringen. Der Vorteil ist ja, wir haben kein Abwasser ins Netzwerk reingetan. Das heißt, es gibt keine Anlagen, die irgendwie mit Wasser volllaufen, außer die anderen Wasserextraktoren. Aber das ist nicht so schlimm. Ganz genau. Also, mal schauen. Gut. Stahlschrauben, Förderbänder, es geht mir alles aus. Kabel kann ich mitnehmen. Warum habe ich dann 500? Das ist der Knaller, was soll's. Eisenplatten, Moment mal, Stahlschrauben. Die sind noch nicht vollgelaufen. Doch. Aber die Förderbänder noch nicht. Stahlstangen waren das jetzt. Ich brauche ja Stahlschrauben. Die sind noch nicht. Okay, egal. Wir müssen ja eh. Das Netzwerkkabel noch irgendwie verlegen. Wie machen wir denn das jetzt dann plötzlich? Also das Netzwerkkabel gefällt mir überhaupt nicht, das zu verlegen. So, hier wäre das. Das bekommen wir aber hin. Ich habe ein bisschen Zeitdruck jetzt, nachdem ich mir meine eigene Challenge ausgerufen habe. Was fehlt denn jetzt? Kabel. Mein, es ist immer, immer. Immer ist irgendwas. Man kann nicht ein Ding mal bauen, ohne dass was ist. So, Kabel. Das schaut schon gerade aus. Unglaublich. So, was muss ich den anderen Scheiß noch schnell holen? Für die Förderbänder. Wir gucken gleich mal, wie lange es noch dauert, bis die Stahlschrauben wieder eingelagert werden. Aber da produzieren wir nicht viele. Wir könnten, aber Stahl haben wir noch viel über. Genau, hier sind die KI-Begrenzer, das ist ganz Eisenzeug. Kupfer. Ja, obwohl, so lange dauert es nicht mehr. Ich nehme trotzdem mal 2 Stacks mit. Förderbänder ist natürlich ein richtiges Grauen. Also ich muss mal wieder irgendwas machen, wo ich wenig Förderbänder brauche vorerst. Gut. Weiter geht's. Also, wir haben insgesamt 10 Anlagen, also 200 Crushed Stone. Die fließen da jetzt rein. Dann haben wir 1339. Heftig. Und erlauben. Übrigens, hatte ich letztes Mal erzählt, wenn ich es finde,
Die Biomasse. Da 1955 habe ich da eingelagert. Da habe ich vergessen, das Limit einzustellen. Was habe ich jetzt gemacht? So. 1000, was war es? Verdammt. 1339. Warum ist denn jetzt weggegangen? Nee, das war es auf jeden Fall nicht. Passt das jetzt? Nee. Muss ich eigentlich überall das einstellen oder reicht es, wenn das einer macht? Einer von den Receivern. Mal ganz kurz was gucken. Ja, wir machen das mal auf Erlauben. Sicher. Ja, eigentlich ist es egal. So, Forschung. War schon wieder ganz kurz wieder massiv verwirrt. Ich spamme hier schon wieder die Mems durch die Gegend. Also Eisenplatten können wir echt mal machen. 9. Es wird immer... Viel habe ich nicht mehr. So, dann kommt jetzt das ganze Eisen hier raus. Da muss hier aufpassen, dass ich hier zwei Förderbänder mache. Ganz genau. Also dann haben wir hier einmal eins. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ins Netzwerk gebe. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Nee, noch nicht. Erst weiter verarbeiten zu Bushed Iron und dann ins Netzwerk. Ja, das werden wir hier machen. Definitiv. Das ist das zweite Band mit jeweils 300. Und hier hinten den letzten darf ich nicht vergessen. Das mache ich oft. So. Dann passt das. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es mit dem Wasser? Das ist natürlich jetzt eine Frage. Also wir machen mal... Ich denke mal, ich werde das Wasser aus der Wüste holen, unten. Ich kann auch jetzt dahinter gehen und das Wasser holen, also ganz da hinten. Dann ist es aber wieder nicht ausgerichtet, alles so wirklich. Dann muss ich auch das Netzwerkkabel wieder hinziehen und ein normales Stromkabel. Gehe ich halt wieder in die Wüste. Ich kenne den Weg mittlerweile. Sortierer, genau. Ich glaube, ich baue lieber in die Länge als in die Breite. Da kann ich nämlich hier nochmal eine Etage nach oben gehen. Ja. Also 1, 2. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, wie wir das machen. 1, 2. Dann würde ich tatsächlich eine Foundation ein bisschen Platz lassen. So. Aber wir machen das so. Zack. Zack. Kommst du weg? Ist vielleicht ein bisschen arg viel Platz. Hey. Ja, so viel Platz brauchen wir nicht, aber ich würde es... beziehungsweise... Was soll's? Gar kein Platz. Verstärkte Eisenplatten, habe ich die im System oder werden die schon eingelagert? Wenn die schon eingelagert werden, dann... Nee, lassen sie. So, wichtig ist jetzt bloß...
Förderbandsplitter. Na, weiß ich nicht. Also das Problem ist ja, hier bleiben jetzt am Ende des Tages, so wie es jetzt ist, 60 über. 60 Quastieratit. Ganz genau. Ich würde sagen, wir machen das so. Intelligenter Splitter, den kann man ja mittlerweile einfach austauschen, sehr gut. Nach links geht alles unbestimmt und geradeaus über der Überschuss. Dann bin ich mir sicher, dass geradeaus immer nur... dass immer nur die 60 Erz kommen, tatsächlich. So, und dann haben wir jetzt hier... den Kollegen, der die 60 bekommt. Ah, da muss ich jetzt das aber von der anderen Seite ziehen, leider, das Band. Unnötig langes Förderband. Beziehungsweise... intelligenter Splitter. Ja. In den Eingang. Das heißt, das Erz von da hinten kommt. Geht hier rein. Und es geht alles nach gerade und links geht der Überschuss. Dann stelle ich hier sicher, dass hier 60 reingehen. Ist das richtig? Dann passt das. So, Rezept. 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 Dann müssen wir gucken, dass ich irgendwie insgesamt 500 Kubik Wasser habe. Oh nein, es geht ja auch wieder nicht. Doch, doch, doch. Ich mache das folgendermaßen. Ganz einfach. Und zwar... ja. Autosave. Danke. Ich setze jetzt hier einfach überall... einen Sender hin. Und da sprudelt dann einfach das Wasser raus. Kabel. Warum habe ich jetzt hier... achso, weil das Kabel noch fehlt. Jetzt. Perfekt. Wir könnten es theoretisch jetzt schon laufen lassen. Dann werden wir aber alle anderen Anlagen in der Wüste oder alle allgemein alle Anlagen, die Wasser brauchen, übers Netzwerk mir jetzt massiv verdursten, weil 500 Kubik Wasser ist schon eine Hausnummer. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Kabel. Schon wieder Kabel. Dass wir immer mal wieder noch ein Lager erweitern. Ich denke mal, so krass viele Lager werden es eh nicht mehr. Also Schrauben. Übrigens Leute, wenn ihr das ganze Chaos hier feiert, gerne ein Abo da lassen, wäre eine coole Sache, würde mich mega freuen. Und die Stahlträger, die sind halt super langsam. Da werden irgendwie bloß 3 Stück pro Minute produziert. Gut aus.
So, jetzt müssen wir wieder Prioritäten setzen. Ja, ganz genau. Wir gehen einfach von oben durch. Wir machen jetzt hier Caterium. Genau, und den Turboldraht. Also Caterium. Passt. Stangen. Bleche. Den Turboldraht. Und jetzt haben wir hier wieder so einen einzelnen Slot über. Und da würde ich jetzt sagen, schmeißen wir rein. Wo sind denn... Kobaltplatten. Weil da brauche ich sehr viele für den Meilenstein. Dass die schon mal da sind. Warum ist denn das jetzt hier mixed? Weil ich dumm bin. Hier sind es die Barren. Und hier sind es die. Ist das Draht? Ich habe zweimal das gleiche angewählt anscheinend. Genau, und dann lassen wir hier den Draht. Und setzen dich ganz nach oben hin, dann passt das. Ja, schade. Ich dachte eigentlich, dass wir heute fertig werden mit den modularen Rahmen. Die Forschung ist da, sehr gut. Ja, aber wir haben jetzt tatsächlich fünf Anlagen. Dann, also viel kann jetzt nicht mehr schief gehen, aber ich sage das jedes Mal und dann geht alles schief. Also wir haben fünf Anlagen, die machen dann insgesamt 750 Crushed Iron. Und damit können wir schon erstmal leben. Es gehen natürlich gleich wieder welche weg, aber damit können wir leben. Das ist in Ordnung. Ich gehe es dann bloß zurück, hol das ganze Wasser von der Wüste quasi hierher. Hört sich ein bisschen dumm an, aber so ist es. Dann sollte das passen. Was haben wir denn jetzt hier mal? Also. Das hier ist vielleicht noch sinnvoll. Festplatte habe ich jetzt keine rein, machen wir beim nächsten Mal. Dann müssten wir hier noch weitermachen. Oh, das geht aber noch. Genau, das Eisen kommt dann einfach von hier raus. Geht dann hier durch. Die Mengen passen ja überall, ist alles eingestellt. Dann werden wir nur noch da hinten die modularen Rahmen fusionieren müssen und entweder mit dem Netzwerk, weil wir halt gigafaul sind. Oder wir gehen mit dem Förderband dahinter. Da müssen die hin. Mit dem Förderband dann wahrscheinlich. Ja, und danach geht's los mit der ganzen Steckenproduktion. Ich würde gerne mal ganz kurz gucken. Spezial, Mem. Wäre cool. Können wir aber noch. Wir brauchen das hier. Ich nehme die fünf weißen Schnecken und die fünf grünen Schnecken mit. Moment mal, ich hab das doch. Ich hab das doch. Wir brauchen bloß eine Schneckenzucht in. Für Schneckenschleim. Ja. Da ich aber. Weder blaue noch gelbe und lila Schnecken, die, glaube ich, den normalen Schneckenschleim produzieren, mehr herstellen kann, weil ich kein Futter mehr habe und ich alles komplett neu aufziehen müsste in der Wüste, ziehen wir das einfach hier komplett auf. Ja, und da hinten irgendwo oder so. Das ist so grob der Plan. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.